Servus Leute, willkommen zurück und das ist halt das ist der Nachteil, wenn man sich Nummern speichert. Immer wenn ich den Part starte, kommt ein neuer und belästigt mich. Mit meinem Abenteuer läuft's nicht gut. Ich werde ständig übers Handy von solchen Leuten angerufen. Und mir ist scheißegal, was mit dem Radika los ist, ey, lass mich in Frieden. Gott. So, wir waren ja hier auf dieser Route beim See des Zorns, genau zu sagen. Ich habe ein bisschen besser gelaunt als gestern. Ich habe gehört, dieser See entstand durch wütende Galos. Ich frage mich da, ob eine vernünftige momentane Situation besteht. Ja, besteht auch eine Situation. So, schauen wir zunächst noch nach, ob hier vielleicht noch ein paar Trainer sind, die wir noch besiegen können. Weil ich glaube, hier gab es noch ein paar Trainer am See des Zorns. Kann aber auch sein, dass ich es mit der goldenen Edition verwechsel. Oder mit der silbernen Edition. Hier gibt es keine Trainer mehr. Täuschen mich meine Augen? Da sah ich ein rotes Galos am See. Aber ich dachte, Galos sind blau. Ja, das sind sie auch. Du hast bloß einen Shiny gesehen. So, hallo Professor Eich. Die Galos sind wütend. Das ist ein böses Omen. So, hier ist der Blackie. Warum sag ich Blackie? Ja gut, schwarz Omen, ne? So, der See des Zorns ist eigentlich ein Krater, der durch wütende Garados erschaffen wurde. Der Krater füllte sich mit Regenwasser und so entstand der See. Diese Geschichte erzählte schon der Urgroßvater meines Großvaters. Früher konnte man hier quick lebendige Carpador fangen, aber ich verstehe nicht, was hier geschieht. Ja, keine Ahnung, das liegt wahrscheinlich an diesem mysteriösen Sound, den wir hier ständig hören. Mr. Fragezeichen Soundbeat mit DJ Fragezeichen, so. Dieser See ist voller Garados, aber sonst gibt es hier nichts. Die Carpador werden also gezwungen, sich zu entwickeln. Bist du wegen der Gerüchte hier? Du bist Gold. Ich bin Siegfried. Ein Trainer wie du. Ich hörte einige Gerüchte, also kam ich hierher, um einige Nachforschungen anzustellen. Ich habe gesehen, wie du kämpfst, Gold. Man kann sagen, dass du ein Trainer von bemerkenswertem Format bist. Würdest du mir bei meinen Nachforschungen helfen? Ja. Exzellent. Sieht so aus, als würde jemand die Carpador im See zwingen, sich zu entwickeln. Die Ursache ist das mysteriöse Radiosignal aus Mahagonia City mit DJ Fragezeichen als Hauptredakteur. Ich werde auf dich warten, Gold. Oh, er kann sich teleporten. Was für ein Abra. So, na gut, jetzt würde ich sagen, wir gehen diesen mysteriösen Musik aus auf die Spur. So, obwohl Musik gar keine Spuren legen können. Ach, ja gut, der war scheiße. Ich geb's zu, der war scheiße. gut, jetzt sind wir wieder in Mahagonia City, whatever, wie die Stadt auch heißt. Heilen schon unsere Pokémon und dann kann's auch schon losgehen. Denn wir werden jetzt gegen... Darf ich schon sagen? Nein, sag ich noch nicht. So. Ich glaube, ich kaufe mir noch ein paar neue Sachen, bevor ich losgehe. Dragoran! Hyperstrahl! Wo bleibst du, Gold? Das habe ich mir doch gleich gedacht. Die merkwürdigen Radiowellen kommen von hier. Die Treppe ist hier. Gold, wir sollen uns trennen, um den Ort zu erforschen. Ich gehe zuerst. Ja, genau, immer du zuerst. So. Ah, du hast die Heimtreppe gefunden. Aha, das hier ist also ein Versteck von irgendeiner Organisation, die wir wahrscheinlich noch schon mal gesehen haben, ne? Ah, sein Drachen-Pokémon ist stark. Was denn, Dragoran? Ja, ja, das ist ganz in Ordnung. Hey, Eindringling, Alarm! Oh, Team Rocket ist hier. Hallo Team Rocket, lange nicht mehr gesehen. Was? So gut? Wie viel Parts? 10 Parts? 12 Parts? Ach, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Du machst mich ganz das traumatisiert mich voll. Na gut, der Witz ist auch schon alt.
so alt wie meine Pokémon. Ich meine, die sind schon einen halben Monat alt. Wir haben ja im Dezember mit dem Let's Play angefangen und jetzt ist Juli. Ein halbes Jahr meine ich. Ein halbes Jahr alt. Fuck. Nicht einen halben Monat. Das wäre ja 15 Tage oder so. So, also gut, Gyarados. Aber der Grund, warum ich so wenig Pokémon-Parts in letzter Zeit mache, weil früher habe ich die Parts ja immer häufiger gemacht. Oder in häufiger Anzahl. Und damals war ich auch, hatte ich halt nichts zu tun. Karrieremäßig, also keine Arbeit, keine Schule oder sowas. Und jetzt gehe ich ja wieder in die Schule, in die Wirtschaftsschule. Und deswegen habe ich weniger Zeit für Let's Plays. Damals hatte ich ja 100% Freizeit für die Let's Plays. Daher konnten wir auch damals im Jahr 2012 beziehungsweise 2011 so viele Parts produzieren. Und weil ich jetzt auch wieder Schule habe, kommen leider weniger Parts als normalerweise. Mist, ich habe versagt. Und das betrifft auch die Pokémon-Parts, denn die... Ja, oder die Pokémon-Let's Plays, denn die wurden früher immer so nach 3 Monaten fertig gemacht und jetzt brauchen wir ein halbes Jahr dafür. Ich bin dran. Es gibt kein Entkommen! Natürlich, da ist die Treppe. Natürlich gibt es ein Entkommen. Was redest du da für Müll? Egal. Also gut, was hast du? Eins. Gott. Mein Lieblings-Pokémon, habe ich schon erwähnt. Und auf Level 16. Also gut, immerhin sind es leichte Gegner für Evoli. Damit können wir unsere Evoli gleichzeitig auch ein bisschen, trainieren. Und ich muss euch vorwarnen, wir werden jetzt in den nächsten Parts häufig gegen Team Rocket antreten. Denn die planen irgendwas. Was sie allerdings planen, verrate ich noch nicht. Das werden wir schon sehen. Oder für die Leute, die es schon wissen, die wissen ja schon, was ich meine, ne? Also ich finde das, was Team Rocket plant, das hat echt Style. Alter, aber mein Evoli, das ist vergiftet, das hat keinen Style. Na, also gut, das mache ich jetzt. Na komm, räch dich, Gyarados. Räche deine Kameraden. Oder deine Carpador-Kameraden, whatever. So, Surfer. Müsste eigentlich sehr effektiv gegen Slime sein, weil Wasser und Schleim, ne, das verschmilzt sich ja dann irgendwie, ne? Dann wird der. Ach egal, ich bin jetzt hier kein Chemiker, whatever. Ich habe keine Chemie in der Schule, sondern Rechnungswesen und sowas. Halt Wirtschaftszeugs, ne? Was ein Wirtschaftstyp, so wie ich, halt braucht, ne? Nämlich gar nicht. Oh man, also wenn ihr Rechnungswesen habt oder hättet, das ist abnormal, was die in Rechnungswesen verlangen. Weil das Geile ist ja, hat man in Rechnungswesen hat man da einen einzigen Fehler, hat man schon eine Note 4. Also man muss da hundertprozentig alles richtig haben in Rechnungswesen. Ansonsten hat man eine 4, weil ich hatte neulich, habe ich eine Stehgreifaufgabe geschrieben. Und hab alles gewusst, also vom System her, wie das geht und so, hab auch alles richtig gerechnet, mehr oder weniger. Und am Schluss habe ich, dann haben wir es zurückbekommen, ne, dann steht da dran 4. Ich habe gedacht, ich krieg eine 1, so voll, ne. Aber nein, ich krieg eine 4, der Grund, ein kleiner Fehler. Und zwar habe ich den falschen Prozentsatz bei einer einzigen Aufgabe, da habe ich den falschen Prozentsatz genommen. Da habe ich statt, Das war Pflegeversicherung. Da musste man 1,19% nehmen und das dann halbieren. Habe ich auch gemacht. Ich habe dann 0,975 habe ich dann halbiert, ne? Und dann habe ich es so gemacht. Dann habe ich halt den kompletten gesamten Satz genommen und dann habe ich eine falsche Lösung rausbekommen. Die Folge, eine falsche Gehaltsabrechnung. Also von den Zahlen her, aber die T-Konten waren zum Glück, die waren alle richtig, aber die Zahlen waren falsch. Und hat man die Konten richtig und die Zahlen sind falsch, hat man halt quasi die Hälfte geschafft, ne? Und das ist ja so, wenn man bei einer Schulaufgabe oder was anderes die Hälfte richtig hat, hat man einen Vierer. Hey, hätte ich diesen einen Prozentsatz, den richtigen genommen, hätte ich einen Einser, also... Ja, das ist Rechnungswesen. Also,
Für die, die keine Rettungswesen haben, ich beneide euch. Gut, jetzt wieder aber zurück zum Spiel. Ja, es tauchen übrigens immer die gleichen Rockets auf, wenn man hier bei solchen Pokémon-Statuen vorbeilaufen. Ich werde gegen alle Pokémon-Trainer hier antreten, weil aus dem Grund wir ein bisschen leveln können, auch wenn die Level sehr schwach sind. Und wir kriegen gleichzeitig auch ein bisschen Geld, also kann nicht schaden, gegen die gegen die Rockets anzutreten, die bei der Kamera erscheinen. Zeit haben wir ja noch genug, wobei. Ja, also mein Ziel ist es jetzt, bis zum Ende der Sommerferien mit Pokémon Kristall fertig zu werden, um in Minecraft Part 100 zu schaffen. Und Team Fortress 2 habe ich mir Part 25 vorgenommen ungefähr. Ich bin dran, es gibt keinen Kommen. Doch, da ist die Tür, oben rechts. Habe ich doch schon mal erwähnt. Naja, egal, der lernt halt nicht dazu, ist halt deswegen ist er auch ein Rocket, weil er nicht dazu lernt, ne? Langweilige Pokémon. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die Kämpfe speeden soll. Soll ich die Kämpfe speeden? Nein, ich will nicht fliehen, sondern speeden. Soll ich speeden? Naja, ich speed so ungern bei Pokémon-Kämpfen, deswegen lassen wir es mal so sein und speeden mal nicht. Wir können uns ja Zeit lassen noch mit dem Let's Play. Ich meine, wir müssen ja in 8 Wochen damit fertig sein, das passt eigentlich schon. Da können wir uns schon ein bisschen Zeit noch lassen. Aber wenn sich mein Alpollo die ganze Zeit jetzt selbst verletzt, dann frage ich mich langsam, ob wir vielleicht auch speeden sollen. Okay, es hat sich nicht selbst verletzt, sondern hat ihn angespuckt. Sehr schön. Also gut. Was kommt als nächstes? Traumato, oder? Nee, Slimer. Traumato war ja das ganz erste, das ganz allererste, stimmt ja. Ah, nicht befördert, sehr schön. Und jetzt Alpollo, spuck ihn an. Okay, jetzt kommt das letzte. Das machen wir doch ratzfatz down, ne? Okay, nehmen wir mal Iglaver. Ich probiere es mal mit einer Feuerattacke. Iglaver müsste ja irgendwann, ich glaube, im nächsten Level müsste es Flammenrad lernen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ha, du brennst, sehr schön. So, und jetzt. Jawohl, die Verbrennung hat ihn gekillt. Sehr schön. Und das war's auch schon mit dir. In den Pokémon-Statuen sind Überwachungskameras installiert. Wir greifen weiter an, bis du einen Geheimschalter betätigst. Ja, na gut, dann greif ruhig weiter an. Mehr Geld für mich. Dann werdet ihr irgendwann mal auf die Straße dann, wenn ihr mich weiterhin angreift. Weil ich euch immer euer Geld mitnehme als Präsent. So, hier ist noch eine Pokémon-Statue. Hey, Eindringling! Alarm! Muss ich jetzt vorlesen? Ich meine, ich hab's ja schon zweimal vorgelesen, ne? Nein, vorhin habe ich ja gequatscht, da habe ich es ja nicht vorgelesen. Einmal wahrscheinlich erst. Traumato. Und unser Evoli leidet immer noch unter den Folgen des Giftes. Nehmen wir mal X-Bad. X-Bad haben wir ja noch gar nicht eingesetzt. Bitteschön, unser frisch entwickeltes X-Bad hat sich im letzten Part entwickelt. Beiß ihn nieder. Alter, unser X-Bad hat fast das doppelte Level von Traumato. Was ist das für ein Witz? Das doppelte Level von Traumato. Ich sag jetzt gar nichts mehr über die Level. Im Ernst. Das ist ein Witz, oder? Ey, das ist David gegen Goliath. Und wir sind Goliath. So. David gibt's keinen. Warum setze ich jetzt Konfusstrahl ein? Wahrscheinlich, weil ich selber gerade ein bisschen konfus bin. Warum hier so ein schwaches Zubat kommt. Okay, wie viel zieht's ab? 7 KP! Oh Gott, es war ein Volltreffer! Nein! Wir haben 7 KP verloren! Oh Gott! 7 KP! Da fliege ich, David. Da fliege ich gleich weg. Okay, X-Bad. One-Hit-Kill. Hundertprozentig. Und wer was anderes sagt, ist ein Noob.
Okay, den Rüpel hätten auch geschlagen. Zum dritten Mal inzwischen schon. Hier kommt sein Kollege. Ich bin dran, es gibt keine Kommen. Mal wieder. Doch, da hinten. Irgendwo. Sieht man jetzt nicht mehr, aber irgendwo da hinten. Ein Zubatsch. Langweilige Kämpfe. Mann, ich habe lange nicht mehr gesungen, gell? Also gut, was nehmen wir denn jetzt? Wir haben ja eine große Auswahl inzwischen schon. Nehmen wir mal Garados. Verdammt, ich habe Ingenommen in die Box gelassen. Shit. Ich glaube, ich gehe gleich raus und nehme wo Ingenommen mit. Weil ich sonst nicht weiß, wohin es genau geht. Oh, scheiße. Na gut, super ist down. Jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Es sind ja inzwischen nur noch ich glaube, es müsste die vorletzte Statue sein, die wir hier noch finden. Ich glaube allerdings nur, ne? Also ich so sicher bin ich mir auch nicht. Kann sein, dass es 4 sind, kann sein, dass es 5 sind. So genau weiß ich das jetzt auch nicht. Aber immerhin kann man in diesem Part etwas voran. Unsere Pokémon leveln sich auch dadurch. Und schon wieder ein Kackfratz. Level 18. Hurra. Und tschüss, Radfratz. In dem Pokémon bla 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 haben die schon gelesen. Und 720 Gold immerhin. Ah, mein Evoli. Ah, mein Evoli. Ein Nugget. Hier ist, glaube ich, noch eine. Ja, ich wusste, hier ist noch eine. Gut, allerdings... Oh, soll ich die noch machen? Soll ich die noch machen? Ja, komm, scheiß drauf. Die mache ich noch mal. Oder noch mal. Whatever. Die mache ich halt noch, ne? Hey, Eindringling-Alarm. Ja, mal wieder. Zum vierten Mal. Das kann ich sogar nicht mehr erzählen, ey. Und morgen habe ich Mathe. Oh, oh, nicht gut. Nicht gut, wenn ich nicht zählen kann und morgen Mathe habe. Und Rechnungswesen. Was mache ich denn jetzt? Ich nehme mal Iglava nochmal. Iglava soll auch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Damit es endlich Flammenrad lernt. Unser Starter. Welches wir im Dezember 2012 uns ausgewählt haben. Welches immer noch ein Iglava ist. Und mit Level 27 nach 7 Monaten. So, und jetzt machen wir es ruckzuck alle. Gut, dann hier noch ein Zubat, ey. Ja, irgendwie sage ich das immer Zubat, ey. Das sollte man in so einem Video zusammenschneiden, wie oft ich immer Zubat, ey, sage. Lol. Ja, wenn ihr Spaß dran habt, könnt ihr das ja machen. Ich würde es vielleicht sogar, ja. Ich würde sogar noch, verlinken dann als, Videoantwort oder sowas. Und einen Daumen hoch würde ich es auch geben. Also das Video, was ihr dann macht. Falls ihr sowas sagen würdet, ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja Leute von unter euch, die haben Lust drauf. Ich will ja niemanden zu was nötigen. Macht es, macht es, macht es! Was? Wer hat's gesagt? Ach, das war nur mein, mein innerer Geist. Jetzt werde ich hier zum religiösen Priester. Das war der Heilige Geist in mir. So. Schon wieder ein Zubat. Ich wette, wenn Golbert kommt, sage ich, schon wieder ein Golbert. Wahrscheinlich in der Siegestraße oder so. Keine Ahnung. So, dann tanzen wir mal mit Zubat den Walzer. Jetzt kommt, wartet, ich komme drauf. Es ist ein Ratzfratz. Shit, Slimer. Ey, schon wieder falsch. Aber das letzte ist ein Ratzfratz. Das habe ich mir gemerkt.
wird Monet. Was? Kein Monet-Kittel? Oh Gott, ich habe meine Iglau überschätzt. Ja gut, Slime hat ja auch viele KP und eine hohe Verteidigung. Einigermaßen hohe Verteidigung. Und Ratfratz. Das machen wir Ratfratz down. Habe ich schon mal erwähnt den Witz? Ja, ne? Aber wenn man immer gegen die gleichen Pokémon kämpft, dann muss ich denselben Witz halt mehrmals bringen. Okay. Das war's auch schon. In den Pokémon, bla bla bla. Wer hätte es gedacht? Pokémon-Statuen sind Kamera installiert. Ja, ja, ja. Autsch, mein Evoli leidet. So, hier ist ein Porter. Und dann machen wir jetzt die letzte Pokémon-Statue. Die ist hier. Hey, Eindringling! Alarm! Okay, das letzte Mal gegen diesen Fuzzi. Danach heile ich meine Pokémon und ja, soll ich den Part dann beenden? Ja, dann beende ich den Part auch schon. Damals in diesem Part die Kameras gemacht, ne? Dann machen wir im nächsten Part das erste oder den ersten Untergrundgeschoss, whatever. Dann machen wir halt dieses Erdgeschoss, wo wir gerade sind, fertig und ja, dann geht's weiter. Ich glaube, das mache ich sogar noch in dieser Aufnahmesession. So, bis. Ich habe jetzt irgendwie Lust drauf auf Pokémon, deswegen mache ich gleich nochmal eine Aufnahmesession für morgen. Morgen gibt es übrigens zwei Pokémon-Parts. Habe ich dir schon geschrieben als Feed auf meinem Kanal. Und am Freitag gibt es wieder einen. Und am Samstag gibt es dann Minecraft und Team Fortress 2. Oder gibt es am Freitag? Freitag Minecraft? Ja, am Freitag gibt es Minecraft. Ich weiß es gar nicht so richtig. Naja, ich glaube am Samstag gibt es Minecraft. Auf jeden Fall gibt es am Samstag Minecraft. Part 76. Höhenerkundung. Kleine Werbung für meine anderen Let's Plays. Oh Mann, ich werde voll der geldgeile YouTuber. Irgendwie fällt mir gerade auf. Scheiße. In so einem Jahr, Herr Tutorial. Ohne Scheiße. In einem Jahr bin ich Herr Tutorial. Nicht. Oh gut, das ist der letzte. Und er weist uns zum fünften Mal darauf hin, dass es kein Entkommen ist, weil er so ein freundlicher, sozialer Mensch ist. Warum sonst sollte er schwarz tragen? Nur schwarze Menschen tragen. Was? Nur schwarze Menschen tragen? Nein, nur soziale Menschen tragen schwarz. Das wollte ich damit sagen. Scheiße. Jetzt habe ich wieder einen kleinen Rassistenwitz gemacht. Ich bin kein Rassist, als Randnotiz, ne? Ich mache mal ab und zu Witze über... über Randgruppen zum Beispiel, über Juden oder so. Oder Schwarze. Kann man aber nicht als Rassismus bezeichnen. Ich meine, ich nehme das als schwarzen Humor. Also man kann nicht sagen, dass schwarzer Humor gleich Rassismus ist. Ich mache auch Witze über Deutsche. Habt ihr ja vor zwei, drei Parts gesehen, ne? Da habe ich einen Witz über Deutsche gemacht, dass die immer nach rechts gehen. Zunächst. Also immer allgemein Witze über Länder und Randgruppen. Also nicht allzu ernst nehmen, ne? Für die Leute, die ja, die sowas nicht verstehen. Und die sich gerade angesprochen fühlen und sagen, hey, was redet der da für ein Bullshit? Ich bin kein Rassist. So, jetzt wieder zurück zum Spiel. Hypnose? Warum wollte ich Hypnose jetzt einsetzen? Nein, Spukball. Gut, ich jetzt warte mal auf Ratfratz. Na, komm her, Ratfratz. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich werde dich besiegen mit meinem Gardos. Mit einer kleinen Surfattacke. Ja, bei dem Wetter surfen. Schon ein schönes Wetter heute gewesen. Am Mittwoch. Also zumindest bei uns in Bayern oder in Augsburg. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wahrscheinlich war es bei euch auch sehr schön. Es ist ja in letzter Zeit sehr schön in Deutschland. Meine Fresse, jetzt stotter ich hier schon wieder rum. In den Pokémon bla 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 bla. Okay, und jetzt gehen wir ins Pokémon Center, holen unser Wohin genau, damit wir wissen, wohin es genau geht. Und ja, dann geht's im nächsten Part weiter. Mit der
Mit dem Team Rocket Geheimversteck. Halt, zunächst unser Evoli heilen. Natürlich Spiritus, was denn sonst? So. Ich habe keinen Bock auf das Gefasel von der Schwester. Stellt euch mal vor, ihr werdet schwer verletzt und ihr müsstet dann im Krankenhaus zunächst über mit der Schwester reden, ob das ein schöner Tag ist. Also. Das ist ja völlig unnötig, sag ich mal. So, wohin genau? Jetzt wissen wir auf einmal, wohin es genau geht. Oh Mann. Ich glaube, den Witz werde ich hier öfters im Let's Play noch bringen. Wohin genau? Gut, dann stelle ich mich vor das Lager oder beziehungsweise gleich rein, whatever. So. Und dann mache ich hier Schluss und dann geht's im nächsten Part weiter mit dem Team Rockets Geheimversteck. Also bis zum nächsten Part, Leute. Ciao. Macht's doch gut und habt noch einen schönen Tag, ne? Also, ciao.